Hallo Leute, ich spiele weiter Cave Story und ja, ich lade es mal schnell. Und wir sind immer noch hier. Ah, okay, ich musste eben nochmal die Kontrollen angucken. Also ich mein Charakter kontrolliere. Und wir sind immer noch in Grasstown und wir müssen. Na, ich habe keinen Jellyfish Juice. Wir müssen hier durch diesen Feuerplatz, um zu Kazuma zu kommen. Und dafür brauchen wir einen weiteren Jellyfish Juice, den ich aus mir unerfindlichen. Habe ich den echt nicht geholt? Moment. Ah, das ist die Karte. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht ansehen. Aber ich habe echt keinen Jellyfish Juice geholt. Warum nicht? Na egal. Ich war wahrscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt. So, meinen Polarstern, den hole ich raus. Und dann renne ich nochmal eben zurück und hole mir den Jellyfish Juice. Und da will ich lieber nicht reinfallen. Das tötet mich sofort. Nein, ihr schubst mich da nicht rein. Wehe. So. Mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht erzählt, für welche Plattform es Cave Story überhaupt gibt. Also das habe ich bei Kirby's Dream Land auch nicht gemacht, aber da war es eigentlich ziemlich ersichtlich, denn es war schwarz-weiß und auf welcher Konsole hat man denn Spiele in schwarz-weiß? Doch nicht etwa der Game Boy? Ja, der Game Boy! Also Cave Story, habe ich schon erwähnt, ist ein Indie-Game, es ist kostenlos, gibt es für den PC. Müsst ihr einfach mal nach Cave Story googeln oder eure andere bevorzugte Suchmaschine benutzen. Und dann findet ihr garantiert irgendwo Download-Links. Also ich habe jetzt von chip.de die Deluxe-Version. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist zu normalen Versionen, aber egal. Man kann sie spielen und ja, ihr werdet schon irgendwas Gutes finden. Wie gesagt, es gibt auch Deutsch-Patches, die haben mir aber nicht gefallen, deshalb spiele ich sie nicht. Aber falls ihr kein Englisch könnt, dann ist vielleicht ein Deutsch-Patch gar nicht mal so schlecht für euch. Oder es gibt dann noch die Variante, dass ihr die WiiWare-Version nimmt. Denn das Spiel gibt es halt auch auf WiiWare. Dann auf Deutsch. Denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich schätze es mal. Und außerdem gibt es die als DSiWare. Aber ich habe gehört, die soll nicht so gut sein wie die WiiWare-Version. Außerdem kommt noch ein Remake für den Nintendo 3DS namens Cave Story 3D. Und ja. Die WiiWare und die DSiWare-Version haben etwas hübschere Grafiken und auf der WiiWare-Version gibt es auch eine Curly-Story. Das ist eigentlich genau das gleiche Spiel, bloß man spielt mit Curly. Und Curly haben wir hier noch nicht kennengelernt. Die kommt in der nächsten Zone. Werdet ihr dann einfach kennenlernen, ist jetzt noch nicht so wichtig. Und habe ich jetzt die Jellyfish-Shoes? Ja, habe ich. Gut, ja, Cave Story 3D. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Es hat halt wirklich 3D-Grafiken und es hat irgendwie nicht den gleichen Charme, zumindest von dem, was ich gesehen habe, wie das Original. Und das WiiWare-Spiel hat noch den Charme von Cave Story, ist halt ein bisschen anders und ich bevorzuge immer noch hier die PC-Version, denn die ist einmal kostenlos und zum anderen ist es halt richtig geile Action. Ja, aber wie gesagt, die 3DS-Version mal gucken, vielleicht tue ich mir sie mal an. Wahrscheinlich werde ich sie vorher irgendwo testen und ja, wenn sie mir gut gefällt, dann werde ich mir sie holen. Du triffst mich nicht. Ansonsten, ich weiß auch nicht, wann die rauskommt, die 3DS-Version. Das heißt, einfach mal abwarten. Was haben wir denn hier? Den Power Room. Na ja, toll, der ist verschlossen. Okay, gehen wir weiter. Da oben ist ein Speicherraum, da will ich jetzt noch nicht hin. Fledermäuse, ein Frosch. Und die Geisterviecher hier oder was immer die sind fies. Denn wenn ich auf sie schieße, schießen sie zurück. Und ich werde natürlich sofort getroffen. Großartig. Das heißt, ich muss gucken, in welche Richtung sie zeigen. Das heißt, der hier zeigt zum Beispiel meine Richtung, der kann mich treffen. Der dahinter zeigt in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich den treffe, schießt er auch in die Richtung. Ich gehe keine Gefahr von aus. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Denn gehst du da hoch? Gut. Links ist nichts mehr, aber da ist noch eine Schatztruhe. Komm schon, ich möchte da hoch. Ich möchte jetzt da hoch. Bitte spring doch! Danke. So, und jetzt mit Anlauf. Ah, geschafft. Und rüber. Und Raketen! Wir können jetzt 15 Raketen tragen. Super. Und hier ist eine Tür. Und sie will nicht öffnen. Und da ist ein Hey. Das wird sein. Du siehst jemanden durch den Spalt. Hey, hier drüben. Du siehst aus wie ein netter junger Mann. Könntest du mir helfen? Ich würde wirklich gerne hier rauskommen. Na, natürlich helfen wir ihm. Danke! Wir nehmen das hier. Und wir haben den rostigen Schlüssel bekommen. Wunderbar. Ich habe ihn auf dem Boden gefunden. Versucht damit die Tür aufzuschließen. Soll ich hier mal noch einen Roller oder so?
ein Motorrad vielleicht. Und es gibt kein Schlüsselloch und die Tür muss anscheinend zugerostet sein. Schade. Was? Es ist nicht der Schlüssel zu diesem Raum? Das ist natürlich großartig. Wenn da kein Schlüsselloch ist, dann müssen wir halt einfach die Tür niederbrechen. Egal. Aber wie machen wir das? Wir haben ja gerade eben eine verschlossene Tür gesehen und wir haben jetzt einen Schlüssel und probieren wir einfach mal aus, ob es passt. Aber erstmal gehe ich noch in den Speicherraum. Ich weiß nicht, ob es hier... Nein, hier gab es nichts, aber egal. Ich lade mir eben die Lebensenergie wieder auf und speichere. Ja, speichern. Und jetzt sind leider die Gegner wieder da, aber das ist egal. Wir wollen sowieso in diesen Raum hier, in den Power Room. Wuhu. Und wir haben den rostigen Schlüssel benutzt und hier ist etwas. Ein Roboter? Aber es scheint keine Energie zu haben. Mal gucken. Das Terminal ist an. Die Ventilatoren sind aus und Malco ist aus. Die Energie auf einschalten? Ja. Energie ist an und Malco erwacht zum Leben. Und er flippt aus. Eindringling Alarm. Beginne Zerstörung. Hussa! Und wer ruft wohl Hussa? Es ist Balrog! Ja, und er macht den Roboter einfach platt. Wusstest du, dass dem Mimiga, den ich gefunden habe, nicht zu war? Ja, natürlich wusste ich das. Das ist richtig. Sie war es nicht. Der Doktor, der hat sich richtig aufgeregt. Der hat Misery herumgeschlagen. Armes Mädchen, denkst du nicht? Aber nach allem, wir können unseren Meister nicht hintergehen. Das ist die Regel. Also, bin jetzt hier, um dich zu zerstören. Die Befehle des Doktors natürlich. Bist du bereit? Na, diesmal können wir den Bosskampf leider nicht umgehen und ich wechsle mal eben zu den Raketen, denn die sind für einen Bosskampf einfach am besten geeignet. Wir haben jetzt auch schon 15, das heißt, ich kann ihn öfters treffen, wenn ich denn nicht daneben schieße, während er gerade fliegt. Aber wie man sieht, die Raketen machen schon ordentlich Schaden und ich habe nicht wirklich Probleme. Und die Hälfte der Lebensenergie ist jetzt schon weg, nur dank der Raketen. Mal sehen, was macht er überhaupt? Er schießt! Was? Okay, nein! Nein, na toll. Okay, ich stelle mich gerade etwas doof an, aber was soll's. Ich dürfte trotzdem keine Schwierigkeiten haben. Was soll das denn? Aua! Okay, ich bin gestorben. Das war natürlich jetzt nicht so toll. Gut, dass ich gespeichert habe. ja, ist natürlich toll, wenn ich bei so einem einfachen Bossgegner schon sterbe. Ja. Also Balrog müssen wir auf jeden Fall auch ein paar Mal besiegen im Verlauf der Story. Und jedes Mal ist er stärker. Das heißt, das eine Mal, wo ich den Bosskampf übersprungen habe, war er wirklich einfach. Da hat er nicht viel ausgehalten. Da haben ein paar Schüsse meines Polarsterns schon auf dem ersten Level ausgereicht, um ihn zu besiegen. Oder hätten ausgereicht. Ich habe es ja nicht gezeigt. Und ja, der hier ist eigentlich auch nicht schwer, aber ich habe einfach nicht aufgepasst und Blödsinn gemacht mit der Waffenauswahl. Deshalb mache ich es einfach nochmal. Und diesmal müsste ich es schaffen. Bla 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 bla. Sei still, ich will kämpfen. Ja, toll. Ich kann es nicht überspringen. Und nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Stirb! So. Raketen, 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 Raketen. Na toll, die Hälfte fliegt drüber her. Nein, du fliegst nicht auf mich drauf. Raketen! Na, ja, es ist leer. Aua! Egal. Lass mich in Ruhe. Blasen. Ich muss das abwehren. Blasen, blasen, blasen. Und wie man sieht... Aua. Na toll. Egal. Ich habe zwar jetzt auch ein Level Down bekommen, aber Balrog ist besiegt. Was bist du? Ich bin ein Soldat von der Oberfläche. Merk es dir. Gut, wir haben Balrog besiegt. Wir haben ihn abgewehrt. Juhu. Und der arme Roboter. Wow. Wow, Leute. Guck mal, wie knapp das war. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Das wäre peinlich gewesen. Okay, der arme Roboter ist zerdrückt. Helfen wir ihm mal. Sein Körper wurde in den Boden gedrückt. Willst du ihn rausziehen? Ja, helfen wir ihm. Und er sieht ein wenig seltsam aus. Egal. Danke. Du bist eine nette Person. Und so stark. Danke, dass du mich rettest. Ich würde dir das gerne zurückzahlen. Aber alles, was ich weiß, ist, wie man Sprengstoff herstellt. Die Tür ist
verrostet und du kannst sie nicht öffnen. Was? Ein Mensch ist da drinnen gefangen. Du bist wirklich eine gute Person. Verstanden. Ich werde dir eine wundervolle Bombe machen. Wir werden diese Tür in Stücke blasen. Ich muss aber ein paar Zutaten dafür haben und die musst du mir holen. Holzkohle, die haben wir schon. Jellyfish Juice, den haben wir natürlich noch nicht. Toll. Und Gumbase. Ich werde dir eine Bombe machen, sobald du mir all die Materialien bringst. Gut, jetzt wisst ihr auch, wofür wir die Holzkohle brauchen, um eine Bombe zu bauen. Und wir brauchen noch Jellyfish Juice. Ich weiß aber noch nicht genau, wie wir da dran kommen, denn wir brauchen ja auch Jellyfish Juice, um durch den Kamin wieder durchzukommen. Und anders kommen wir nicht durch. Also ich weiß nicht mehr, wie das geht. Egal.